Hi, mein Name ist Nurina, ich bin 22 und ich bin Hip-Hop-Tänzerin. Ich kann mich noch richtig gut daran erinnern, als ich klein war, da habe ich immer vor dem Fernseher getanzt, habe versucht, die Choreos nachzutanzen. Später wollte ich es dann professioneller machen, habe als erstes mit Bauchtanz angefangen, habe dann ein Jahr lang auch rhythmische Sportgymnastik gemacht. 2014 entdeckte ich dann einen Tanzstil, der mich besonders inspiriert hat, und das war der Hip-Hop. Was richtig cool war, war, dass meine besten Freunde auch getanzt haben und wir waren zusammen auf Auftritten, hatten zusammen für Meisterschaften trainiert. 2019 zum Beispiel sind wir Vize-Europameister geworden und es war eine richtig, richtig coole Zeit, bis dann 2020 sich alles geändert hat. Die Pandemie kam, die Meisterschaften wurden abgesagt, die Tanzschulen waren alle geschlossen und wir hatten einfach gar keine Chance mehr zusammen zu tanzen. Ich habe zwar anfangs noch bei virtuellen Workshops mitgemacht, aber das war halt einfach gar nicht dasselbe. Und ich habe mich von da an auch irgendwie voll vom Tanzen abgewendet und habe einfach gar nicht mehr getanzt. Das wurde mir irgendwie weggenommen. Seit ich letztes Jahr aber dann nach Stuttgart gezogen bin, hatte ich irgendwie wieder so einen Neuanfang in meinem Leben. Und dann habe ich wieder angefangen, mich einfach mehr mit dem Tanzen zu beschäftigen. Ich bin gerade auch auf der Suche nach einer neuen Tanzschule, wo ich mich einfach wohlfühle und meiner Leidenschaft wieder nachgehen kann.